Ich bin Christian Füller, ich habe den Bildung Table gegründet und kümmere mich jetzt als Reporter Digitale Transformation um den Wandel im Schulsystem. Vielleicht ein Satz zu uns als Startup. Bildung Table ist ein Teil von Table Media. Wir machen neuen Journalismus, nämlich Deep Journalism. Das bedeutet ganz konkret, wir haben die Möglichkeit, uns um ein Phänomen wie ChatGPT sehr intensiv zu kümmern. Also ich mache seit 6 Wochen eigentlich nichts anderes, als mir Schulen anzuschauen und Politiker vorzuknöpfen, die sich besonders neugierig um dieses Tool bemühen oder eben selig weiter vor sich hinschnarchen. Ich lade Sie herzlich ein, sich hier am Diskurs zu beteiligen. Über den Chat gegebenenfalls auch live. Sie sollten sich an unsere Netiquette halten. Die sehen Sie im Chat. Also wer Fragen stellt, möglichst kurze Sätze, an deren Ende ein Fragezeichen steht. Und das gilt für die Kommentare im Chat. Und hasserfüllte Bemerkungen oder sowas wird von Paula sofort gekillt. Das wollen wir nicht haben. Wir haben tolle Gäste, nicht nur ein tolles Thema, sehr tolle Gäste. Also es gibt diese neue künstliche Intelligenz, die quasi für jedes Kind zugänglich ist und blitzschnell Ergebnisse liefert, ChatGPT. Wer es noch nicht probiert hat, kann ich herzlich einladen. Und ich will darüber reden mit Saskia Esken. Das ist die Frau, die die SPD zusammen mit Lars Klingbeil aus dem Schröder-Schlamassel wieder ins Kanzleramt geführt hat. Herzlichen Glückwunsch dazu. Es ist eine besonders interessante Gesprächspartnerin, nicht nur, weil sie die SPD anführt, sondern sie ist studierte Informatikerin und sie war Landeselternsprecherin, eine von einer Reihe von Landeselternsprechern in Baden-Württemberg. Und Saskia Esken hat, obwohl politisch echt was los ist im Moment, sofort für unser Gespräch zugesagt. Vielen Dank, Frau Esken. Sie kriegen gleich auch eine Frage. Die zweite ist Diana Knodel oder die erste, je nachdem, wie man es sehen will. Sie ist ebenfalls Informatikerin und Psychologin. Sie hat AppCamps gegründet. Das ist eine Einrichtung, die digitale pädagogische Anwendung für Kinder anbietet. Und sie ist die Impulsgeberin von Phobits. Frau Knodel, ganz kurz, was macht Phobits eigentlich ganz genau? Ja, Phobits ist eine digitale Weiterbildungsplattform für Lehrkräfte. Und bei uns dreht sich alles darum, wie wir möglichst schnell möglichst viele Lehrkräfte weiterbilden können in Form von Online-Fortbildung und Live-Webinaren. Und ganz neu, das ist auch ganz spannend, bieten wir auch Technologie für Schulen an zum Thema digitale Tools und haben auch eine Phobits KI-Assistenz, die in den Schulen schon genutzt wird, die man eben auch nutzen kann, um sowas wie ChatGPT für sich zu verwenden. Aber genau, das ist ganz spannend und kommt gut an. Ja. Da kommen wir gleich dazu, zu dem Assistenten. Erstmal für Sie beide, Frau Esken, Frau Knodel, als Sie zum ersten Mal dieses Ding, diesen Chatbot mit KI dahinter oder Millionen von Daten, was haben Sie eigentlich gedacht sozusagen, was haben Sie empfunden, als Sie das probiert haben? Vielleicht fangen Sie an, Frau Knodel. Also ich dachte nur, wow, dann haben wir jetzt wohl einen bestandenen Turing-Test. Ich war wirklich erstaunt, wie gut das funktioniert. Habe dann natürlich ein bisschen ausprobiert und die Antworten, die waren einfach beeindruckend gut. Und ich hatte gleich so das Gefühl, ich muss es jetzt mal mit anderen teilen. Ne? So nach dem Motto, okay, wir haben jetzt hier ein neues Level erreicht. Gut. Frau Esken, waren Sie auch schon drin, wie Boris Becker damals gesagt hat? Was war Ihr Moment, Ihr Aha-Moment? Gab es einen? Also ja klar, ich habe einiges drüber gelesen und habe mich dann tatsächlich auch ans Ausprobieren gemacht. Das war in der im Jahreswechsel. Das heißt, ich war zu Hause, meine erwachsenen Kinder waren auch da und wir hatten großen Spaß dran, eher kreative Fragen sozusagen zu stellen. Die eine, weil es mich gerade stark beschäftigt hat, war nach dem Konzept des freien Willens. Ja, wo ich eine interessante Antwort drauf bekommen habe und was die Inhalte anbelangt, erwartbare Antwort, aber eben erstaunlich, wie die formuliert wurde und zum anderen die Aufforderung, Hänsel und Gretel als dystopisches Zukunftsmärchen zu erzählen. Okay. War auch spannend, was dabei rauskam tatsächlich. Also schon beeindruckend und schon auch so ein Wow-Moment, das räume ich ein. Wenn man sich dann mit der Technologie und auch mit dem, was andere so ausprobieren, ein bisschen näher beschäftigt, dann kommen da natürlich sofort auch, werden die Limitationen
klar und wird auch klar, in welche Richtung ja. Geschäftsmodelle gehen und so weiter. Und da gibt es dann ja. viele Fragen. Genau, darüber wollen wir jetzt noch reden. Wir machen drei, vier Themenrunden. Wir wollen uns erstmal mit ChatGPT, wie es funktioniert, was es für Schule, was es macht in Schule, ob das ein Gamechanger sein könnte. Wir müssen natürlich ein paar kritische Fragen besprechen. Und ich möchte gerne natürlich fragen, was jetzt Politik machen müsste und sollte. Was mir wichtig ist, vielleicht als erstes mal, damit wir einen Einblick kriegen, Frau Knodel, Sie haben ja jetzt schon Sie haben eine Handvoll sozusagen Fortbildungen zu dem Thema, die jetzt stattgefunden haben und noch stattfinden. Sozusagen erzählen Sie doch mal ganz kurz, was passiert bei Ihren Fortbildungen, wenn Sie ChatGPT anbieten? Ist es Business as usual oder ist da was anders? Genau, also wir haben Live-Webinare zu dem Thema angeboten, um einfach den Lehrkräften die Möglichkeit zu geben, sich auszutauschen zu dem Thema und über das Thema zu lernen. Und wir waren selbst überrascht, wie groß das Interesse und der Andrang war. Also ne, wir haben ansonsten ja schon immer so zwischen, sagen wir mal, 100 und 300 teilnehmende Personen in den Webinaren. Und wir hatten tatsächlich für das erste Live-Webinar zu dem Thema 1700 Anmeldungen. Wow. Und haben es dann auch gestoppt. Ne? Wir hatten auch kurz gesprochen, Herr Füller, und haben dann gesagt, okay, das ist jetzt dann irgendwie Limit erreicht. Und hatten jetzt gestern das zweite, quasi fachbezogen zum Thema im Fremdsprachunterricht, und hatten wieder 730 teilnehmende Personen. Ja. Und hinterher gibt es noch die Aufzeichnungen, die schauen sich noch unglaublich viele an. Wir sehen also, das Interesse an dem Thema seitens der Lehrkräfte ist unglaublich groß. Und die wissen, okay, das Thema ist relevant, die haben davon gehört und sie wollen sich damit beschäftigen und sich mit anderen Lehrkräften ja. austauschen. Und das stimmt mich sehr positiv, dass Lehrkräfte sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen. Frau Knodel, ganz kurz zur Einordnung. Wann hatten Sie zuletzt solche Teilnehmerzahlen, so eine hohe Zahl von Anfragen? Mhm. Genau, also solche hohen Zahlen hatten wir tatsächlich noch nie. Als der Angriffskrieg auf die Ukraine losging, hatten wir was zum Thema Traumapädagogik gemacht. Da hatten wir auch irgendwie 700 Anmeldungen innerhalb kurzer Zeit, weil das Thema auch sehr relevant war in der Schule. Aber so ein Andrang, wie wir jetzt gerade sehen, und auch der geht noch weiter. Ne? Wir haben weitere Themen in der Pipeline zu verschiedenen Fächern. Und es sind einfach unglaublich große Anmeldezahlen. Genau, also der Hype ist angekommen in den Schulen. Okay. Wir reden ja eigentlich schon ganz lange über künstliche Intelligenz, beziehungsweise es gibt sie schon eine ganze Zeit. Was macht denn jetzt sozusagen diesen Boom hier aus, Frau Esken? Warum ist das jetzt so ein Hype plötzlich? Ich meine, seit einigen Wochen, jetzt kommt es auch langsam in den Medien fürs normale Publikum an, sozusagen, was treibt dieses als Informatikerin quasi gefragt? Warum ist die jetzt so heiß, diese KI? Na, also der Hype ist natürlich durch auch eine gute Kommunikationsstrategie entstanden, muss man ja ehrlicherweise sagen. Der Game Changer, die Breaking Entwicklung an der Stelle ist zuerst mal gut bespielt worden. Ich denke, vielleicht in der Vergangenheit ähnlichen Hype hat der Skandal um Cambridge Analytica ausgelöst, wo ich würde mal sagen, die Fähigkeiten von Cambridge Analytica auch ein Stück weit überzeichnet wurden. Das hat denen, glaube ich, auch geholfen, jetzt für ihre Geschäftsinteressen. Und das könnte hier an der Stelle schon auch der Fall sein. Aber warum interessieren sich jetzt so viele Menschen und warum sagen die wow, wenn sie die Ergebnisse sehen? Ja, weil einfach die menschliche Anmutung sozusagen dessen, was da geliefert wird, so creepy ist ein Stück weit, ja, und so beeindruckend. Aber am Ende, wenn man dahinter blickt, wie es entsteht, aus Wahrscheinlichkeiten, welche Worte hintereinander so Sinn machen könnten, dann ist es nicht so beeindruckend, wie es sein könnte. Und erst wenn die Kinderkrankheiten, die da entschieden auch noch drin sind, viele Fehlinformationen, nicht nur aufgrund von, dass die Daten nur bis 2021 verarbeitet wurden, sondern auch, weil eben Halluzination mit eingesetzt wird und so weiter. Da ja. ist schon auch noch einiges zu tun, dass wir dann auch wirklich ernsthaft sinnvoll mitarbeiten können. Und es gibt natürlich Kritikpunkte von Seiten der kritischen Betrachtung, wo sind denn da die Quellenangaben und wo ist denn die Transparenz? Ja? Dazu kommen wir gleich noch.
Aber nur mal ganz kurz, weil Sie das Stichwort schon genannt hatten, das wollte ich Sie tatsächlich fragen, Halluzination. Mir hat die führende Expertin, die im Moment dazu da ist in Deutschland, ist Frau Wessels von der FH Kiel, erzählt, diese KI halluziniert. Sie erfindet einfache Dinge. Das sieht man am besten bei Literaturangaben. Das ist ganz interessant. Da wird quasi ein Name des Autors, ein Titel und eine Jahreszahl einfach zusammengewürfelt. Wieso ist das so? Kann mir von Ihnen, Frau Esken, Sie sind ja beide Informatiker, was bedeutet halluzinierende KI? Ja, ich glaube, das ist eine Frage, die tatsächlich die Fachfrauen da beantworten müssen. Ich habe auch gestern mit Katharina Zweig telefoniert, die da sicher auch als Computer durchaus gelten kann. Aber ich reproduziere jetzt nicht, was Frau Zweig mir gesagt hat. Da würde ich dann doch empfehlen, mit denen zu sprechen. Da bin ich auch zu stark Politikerin und wesentlich mehr als Informatikerin. Auch wenn ich sagen will, also über KI, oder die manche setzen es ja in Anführungszeichen, über künstliche Intelligenz sprechen wir seit 50, 60 Jahren auch in der Informatik. Und es ist jetzt kein Phänomen, das gestern oder heute daherkommt. Aber das sieht man auch daran, dass die Europäische Kommission ja bereits und die Europäische Union mit ihren Institutionen ja dabei ist, ein KI-Act zu verabschieden, dass wir auch in Deutschland ja schon eine KI-Strategie der Bundesregierung, also man beschäftigt sich auch schon auch in der Politik, die Enquete-KI im Bundestag war ja auch eine sehr starke Veranstaltung. Ja, ich meine, ja. Ist es einfach so, dass man, wenn man sich das Ding mal anschaut und aufmacht, dass man ja im ersten Moment so ein bisschen überrascht ist, wie schlicht es ist. Und man findet das Eingabefenster und man muss genau hingucken. Aber es ist quasi eine KI für jedermann und sie antwortet blitzschnell und die Texte scheinen zumindest. Also sie sind erstens ganz gut formuliert. Es geht alles Mögliche vom wissenschaftlichen Aufsatz bis zum Liebesgedicht. Auch programmieren kann das Ding. Jetzt nochmal eine Frage auch an Sie beide, Frau Knodel. Es hieß die ganze Zeit, dass wir jetzt die Versuchskaninchen sind und das Ding füttern und es lernt von uns. Jetzt habe ich hier versucht beizubringen, wer die Präsidentin der Kultusministerkonferenz ist, nämlich Frau Busse. Ich war ein bisschen enttäuscht, die Kollegen und ich haben also immer eingegeben und gesagt, die heißt, dass die Sabine Busse war und so weiter. Lernt diese KI jetzt eigentlich mit unserer Hilfe, mit unseren Prompts, mit unseren Eingaben, ja oder nein? Was sagen Sie, Frau Esken? Nein, nach meiner Information lernt die KI nicht aus unseren Eingaben. Sie ist in der Lage, sich zu beziehen auf die Konversation, auf die bisherige mit dem einzelnen Nutzer, aber es ist alles nur auf der Grundlage eines Sprachmodells. Es ist ja nicht auf der Grundlage von in Echtzeit abgerufenen Informationen. Es wäre nochmal eine ganz andere Stufe und da gibt es ja durchaus auch Anwendungen, die dieselben Sprachmodelle verwenden, wie zum Beispiel u.com, ja, die eben beides zusammenführen wollen. So ein Sprachmodell, das uns auch davon enthebt, Tastaturen verwenden zu müssen und auch eine Sprachausgabe eben dann möglich machen, aber eben auch die Funktionalität einer Suchmaschine. Das sind dann tatsächlich spannende Anwendungen, wo auch Quellenangaben dann möglich sind, dass ich auch als Nutzer, weil da kommt es ja darauf an, dass ich als Nutzer, als Nutzerin auch die Informationen verifizieren kann, die dem zugrunde liegen, was mir da geliefert wird. Ich will ja nicht eine halluzinierende KI haben, die mir Geschichten erzählt und die kann ich dann als meine verkaufen. Das kann ja nicht am Ende nicht das Ziel sein. Übrigens auch nicht von Schülerinnen und Schülern. Nein, Frau Esken, das stimmt natürlich, aber trotzdem, ich fand jetzt den Aspekt gerade interessant. Also sozusagen, wenn man jetzt überlegt, dass beispielsweise ein Referat vorbereitet wird oder eben eine Hausaufgabe wird gegeben. Es ist ja einerseits so, dass wahnsinnig schnell Antworten kommen, die auch relevant sind und gut formuliert sind. Aber die Frage ist natürlich, ist es nicht sogar hilfreich, Frau Knodel, wenn ich dem Schüler sagen kann, ja, du kannst gerne mit dem Ding auch arbeiten, aber Achtung, sie macht Fehler, diese KI. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz auf die andere Frage zurückkommend, ob die KI auch von uns lernt. Also ich glaube, die lernt nicht live von uns, aber natürlich werden alle Daten, die wir jetzt gerade eingeben und einspeisen, die fließen natürlich sicherlich mit ein für zukünftige quasi Entwicklungen. Also, ne, dass wir da jetzt natürlich schon irgendwie Teil
von sind und da quasi der KI auch quasi was zurückgeben. Man kann ja auch die Antwort quasi bewerten, wie gut die ist. Ne? Das kann man ja auch direkt Rückmeldung geben. Insofern glaube ich, dass da durchaus das, was wir jetzt gerade reingeben, relevant ist und auch sein wird für die Zukunft. Genau zu der Frage mit Referaten oder ganz grundsätzlich Texte, die ich jetzt als Schülerin beispielsweise mir erstellen lasse. Das wird natürlich heute schon so genutzt. Das wird auch in Zukunft sicherlich genutzt. Und ich würde das jetzt gar nicht so als was Negatives betrachten, sondern vielmehr als neues Tool, das zur Verfügung steht und das man quasi in den kreativen Prozess mit einbeziehen kann. Ne, wie Computer, die heute völlig selbstverständlich als Werkzeuge genutzt werden, denke ich mal, dass es irgendwann so sein wird, dass die künstliche Intelligenz einfach Teil unseres Werkzeugkastens sein wird. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass Schülerinnen und Schüler eben die Chance bekommen, das angeleitet zu lernen, Feedback zu bekommen, zu verstehen, dass es sich um fiktionale Texte handelt, das alles kritisch hinterfragen, Fakten checken. Also da werden ganz andere Kompetenzen jetzt nochmal gefragt sein in Schule und für Lernen. Und deswegen finde ich es unglaublich wichtig, dass diese Themen schnell in die Schule kommen und dass man jetzt nicht wieder quasi einfach mal die, die es können und gut können, die profitieren besonders davon und andere haben entweder keine Zugänge oder ne, können das nicht richtig einordnen und das führt dann eben auch zu Dingen, die nicht so gut sind. Und deswegen ne, würde ich sagen, Thema ist wichtig und muss jetzt einfach möglichst schnell und breit quasi thematisiert werden, dass alle davon profitieren. Ja. Ich würde ja, gerne nochmal... Wobei man schon sagen muss, die Tatsache, dass also die Notwendigkeit, dass Schülerinnen und Schüler als Menschen insgesamt lernen, mit Informationen auch kritisch umzugehen, ist jetzt keine ganz neue Sache. Das Internet und selbst Bücher sind voll von fiktionalen Texten, deren Verlässlichkeit nicht unbedingt gegeben ist und wo ich einen kritischen Geist auch brauche und auch die Fähigkeit zu recherchieren und nachzuprüfen, Quellenkritik. Das sind keine neuen Notwendigkeiten. Die werden immer noch mal weiter angeheizt durch den Zugang zum Wissen dieser Welt. Jetzt auch diese Art von Zugang, aber dieses kritische Denken, das Menschen brauchen, um damit gut und zuverlässig auch umzugehen, das ist ja eigentlich eine ganz alte Sache. Ja. Absolut, aber jetzt ist es umso wichtiger, ne, dass man das jetzt quasi nochmal klar macht. Jetzt, ja. Also ich glaube, dass das schon eine Rolle spielt. Und ich will doch nochmal auf die Hausaufgaben, also das ist ja jetzt nur sozusagen pass pro toto, aber die Hausaufgabe ist ja sozusagen ein Teil unseres ganz normalen schulischen Alltagsgeschäfts, so wie es bisher jedenfalls betrieben war. Sind denn ganz normal einfach gestellte Hausaufgaben noch sinnvoll? Weil es ist doch jetzt so, ich kann doch als Lehrer, also A kann ich nicht schauen, hat er das abgepinselt, der Christian? Das kann ich ja nicht checken. Und ja, also sind solche Sachen überhaupt noch sinnvoll jetzt? Wen fragen Sie? Sie zuerst. Also, Frau Knudel. Frau okay. Esken, Entschuldigung. Sorry, mein Fehler. Frau Esken. Also wir sagen, also die KMK-Präsidentin hat ja auch so reagiert, habe ich schon gesagt vorhin. Sie hat gesagt, oh, das heißt ja, einfache Hausaufgaben gehen so nicht mehr. Ja, der Sinn und Zweck von Hausaufgaben, da kann man ohnehin drüber streiten. Mal die Frage, ob das zu Hause stattfinden muss. Aber Sie wissen, wir haben ja schon öfter miteinander gesprochen, Herr Füller, dass ich große begeisterte Vertreterin des Inverted Classroom bin, des Prinzips, dass man eben den Vortrag nach Hause oder jedenfalls in die Alleinarbeit, individuelle Arbeit überträgt und die Übung und Vertiefung in den Transfer dann in Begleitung eines pädagogischen Assistenten oder Lernbegleiters, wie man so sagt, oder Lehrkraft klassisch. Das ist ja schon länger eine Überzeugung von mir und von vielen anderen, weil man sagt, also die Informationsbeschaffung, das ist was, also im Vortrag, die Informationsbeschaffung ist was, wo man eigentlich keine Begleitung bei braucht, sondern Systeme, wo ich dann auch Dinge nachfragen kann, ein Stück weit die Informationsbeschaffung wiederholen. Ich werde vielleicht mit einem Quiz irgendwie dazu angehalten, mir selber nachzuweisen, ob ich es verstanden habe. Und der Sinn von so einer Hausaufgabe ist ja auch nicht, dass die Lehrkraft hinterher überprüfen kann, hat er es selbst gemacht oder nicht, sondern der Sinn ist ja, dass ich selbst mein Lern- und Transferinteresse und mein Verständnisinteresse auch befriedigen kann.
Und das aber gemeinsam zu tun, macht viel mehr Sinn, weil das Lernen ja eine soziale Sache auch ist, die zwischen Menschen stattfindet. Und insofern ein anderer Ansatz ist in unserer heutigen Welt ohnehin empfehlenswert. Und die spannende Frage stellt sich natürlich auch in Richtung Prüfungsformat. Ja, auf jeden Fall. Frau Knodel, was ist mit den Hausaufgaben bei Ihren Fortbildungen, bei denen Sie dann selber zugehört oder nachgehört haben? Ist das eine Frage, die sozusagen die Lehrerinnen und Lehrer, die bei Ihnen dabei sind, bewegt sozusagen? Dass Sie sagen, ich kann jetzt eigentlich nicht mehr sagen, was steht denn eigentlich in Emilia Galotti sozusagen? Schreibt mir mal einen Aufsatz, das macht ja das Ding blitzschnell. Ja, also ganz grundsätzlich mit dem Wissen, dass es jetzt eben diese Funktionalität gibt, muss man sich überlegen, was für Arten von Aufgaben man stellt. Und da ist sicherlich wichtig, dass man jetzt nicht so sehr das Ergebnis in den Vordergrund rückt, sondern mehr den Prozess. Und genau deswegen wird sich, also ich glaube, wenn das jetzt wirklich angekommen ist in der breiten Masse, dann muss ganz viel von dem, wie wir bisher gelernt haben oder wie wir Lernen verstanden haben, hinterfragt werden. Das gilt für Hausaufgaben. Das gilt für einen Einsatz von Computern in Sprachen, im Fremdsprachenunterricht. Wenn man dann quasi die KI nutzen kann, muss man sich halt überlegen, wie verwende ich es. Und ganz wichtig ist es natürlich auch bei Prüfungen. Und ich glaube, wenn wir jetzt an den Hochschulbereich denken, mit Hausarbeit und so weiter, oder auch Bachelorarbeit, Masterarbeiten, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das ist auch nochmal ganz spannend. Aber ja, also die Art der Weise der Aufgaben muss sich sehr stark ändern. Aber ich glaube ganz grundsätzlich auch das Lernen. Ja. Frau Eske, ich will mal auf den Punkt eingehen mit der Prüfung sozusagen. Die Prüfung, diese finale Prüfung sozusagen als die Krone der Schöpfung, das Abitur, das also in diesen 6-Stunden-Dinger da abgefackelt wird. Das ist ja ein Strukturprinzip von Schule. Wenn ich jetzt allgemein gesagt zu dem Ergebnis komme, dass ich, wenn ich jetzt Sie prüfe und Frau Knodel prüfe in einer Prüfung und ich weiß, ja, ist denn das jetzt von der Saskia oder hat es die KI damit reingeschrieben bei so einem Produkt? Ist die womöglich auf die Toilette gegangen bei einer Abiturprüfung und hat sich den Clou für die dritte und die vierte Frage geholt? So. Wenn diese große abschließende Prüfung wegfällt, diese Summative, ja, was das heißt doch eigentlich, dass der Schule der Teppich unter den Füßen weggezogen wird. Frau Knodel hat ja ganz richtig gesagt, wir müssen darauf mehr auf den Weg zum Ergebnis achten als auf das Ergebnis. Das ist das Entscheidende. Wir müssen Schülerinnen und Schüler noch aufwendiger und es ist noch wichtiger, sie davon zu überzeugen, worum es geht, was gelernt werden soll, was das für eine Relevanz auch das weitere Leben hat. Und Abiturprüfung, diese 6 Stunden ohne Hilfsmittel, ohne Team, alleine, da sage ich ja schon lange drüber, das ist eine Situation, vor die werden die Schülerinnen und Schüler in ihrem Leben nie wiedergestellt sein. Warum bereiten wir sie darauf vor? Denn man muss ja sagen, es heißt ja immer, die Schule, man lerne fürs Leben, tatsächlich lernt man auf Prüfungen. Und das ist ein Missverständnis, das eben dann auch in dieser Schlussprüfung gipfelt. Wir haben ja mittlerweile überall auch die Kursstufen, wo auch die Klassenarbeiten und auch dann Semesterarbeiten zum Teil, die dann anders erstellt werden, auch mit reinzählen ins Ergebnis. Wir müssen noch mehr den Weg zum Ziel erklären, weil auf dem Weg eben die Dinge gelernt werden in Seminararbeiten oder auch in Teamarbeiten. Da müssen Dinge reinfließen, die anders sind als das heutige in der Hauptsache Wissensabfragen, was wir machen. Genau. Frau Knodel, aber das ist mal die Prüf- und Paukschule jetzt ein bisschen karikierend dargestellt, aber ich meine, soweit, also wenn man sich überlegt, so schlimm ist die Karikatur nicht so, also so falsch. Wenn man sich überlegt, bei Corona hat man die Schülerinnen und Schüler nach Hause geschickt, das finde ich auch vollkommen richtig, weil man nicht wusste, sozusagen, wie gefährlich dieses Virus für Kinder ist. Und dann sind sie zurückgekommen in die Schule und dann wurde sozusagen eine Prüfung nach der anderen da abgehalten. Das war ja auch sozusagen ein Druckmoment. Aber wenn die Prüf- und Paukschule sozusagen ausgedient hat, was ist denn, wie sieht die andere Schule aus? Also sozusagen, das ist ja ein Umbau eines Systems, was, ich weiß es nicht, 150, 200 Jahre alt ist. Ja, gute Frage, wie das dann aussieht. Da kann ja jeder nur seine eigenen Wünsche oder quasi die Zukunft prognostizieren.
Ich würde mir auch, was Frau Esken eben schon sagte, wünschen, dass es einfach ein bisschen mehr an der Realität angelehnt ist, also wie wir später dann auch studieren und arbeiten, wobei studieren ist ja teilweise auch noch eher schulisch, aber wie wir dann eben auch arbeiten, das heißt Teamarbeit steht im Vordergrund, Projektarbeit. Das ist hoffen, also Wissen ist nach wie vor wichtig, allein um die Ergebnisse zu bewerten und einzuschätzen. Das heißt es nicht, dass wir weniger Wissen brauchen, aber vielleicht die Art und Weise, wie wir uns das Wissen aneignen, auch dieses Inverted Classroom oder Flipped Classroom. Dass es einfach völlig selbstverständlich ist, dass man die zur Verfügung stehenden Hilfsmittel verwendet, ob das jetzt eine KI ist, ob das jetzt quasi Google ist, und dass man aber lernt, damit umzugehen und diese Hilfsmittel gut und richtig einzusetzen, weil das sind alles Dinge, die man später auch braucht. Und wie das dann genau aussieht, weiß ich nicht. Ich stelle mir das aber auch so vor, dass sich die Rolle der Lehrkraft stark ändern wird, dass man vielleicht als Lehrerinnen auch kooperativ zusammenarbeitet, dass man größere Gruppen von Schülerinnen betreut. Und ja, also ich glaube, da kann und muss ganz viel passieren. Aber ich glaube, auch da wäre es wieder spannend, die Lehrkräfte selbst mal mit einzubeziehen, die ja wirklich quasi tagtäglich vor Ort sind. Und es gibt ja schon ganz viele tolle Lehrkräfte da draußen, die schon ganz viele Sachen machen, ja, und mit denen zu sprechen. Genau, das, ich wollte jetzt nicht, das, man muss ja auch sagen, ich habe mir jetzt schon eine ganze Menge Sachen nicht nur bei Ihnen angeguckt. Es ist einfach so, dass eine ganze Menge Lehrerinnen und Lehrer jetzt sozusagen schon dabei sind, das auch in diesen fachspezifisch sozusagen auszurollen, was kann man alles machen. Das wollen wir jetzt hier nicht in allen Details. Ich will nur mal ein Beispiel nennen, das fand ich ganz gut, kommt auch von Frau Schulz. Also die Idee ist zu sagen, zum Beispiel ChatGPT, erstelle mir mal ein Bild von der iranischen Revolution, sozusagen schreib mir dazu was, als Schüler ganz bewusst sich sozusagen da mal ein Prompt reinzugeben und eine Antwort abzuholen und dann durch Lateral Reading, also sozusagen durch Eigenstudium, mich da fit zu machen, was heißt es eigentlich, und dann sozusagen die KI aufzufordern, ChatGPT aufzufordern, an dieser einen oder anderen Stelle, was mir wichtig ist, vielleicht nochmal nachzulegen und so dann sozusagen zu einem Gesamturteil zu kommen. Und das Ganze ist prozesshaft, das heißt, ich lerne nicht mehr auf eine Prüfung, die in 2 Monaten oder so ist, sondern der Lehrer, die Lehrerin guckt sich auch diese Zwischenergebnisse, die wir zum Beispiel im Team erstellt haben. Das Interessante, finde ich, ist jetzt nochmal sozusagen, was macht denn die KI für uns, Frau Esken, und was ist sozusagen das Eigentliche, was wir als Schülerinnen beziehungsweise Menschen können? Also kommen wir jetzt das vielleicht zu dem Moment, dass wir uns im Klaren sein müssen, dass bestimmte Routineaufgaben eigentlich von der Maschine übernommen werden und wir für anderes zuständig sind. Was ist das andere, wofür wir dann zuständig sind? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns darüber im Klaren werden. Also solche Systeme, Sprachmodelle jetzt sind ja dazu angetan, auf jeden Fall unseren Zugang zu bisher schon Hilfsmitteln, die wir bisher schon einsetzen, natürlicher gestalten zu können. Weil in Tastaturen, Bildschirmtastaturen oder echte einzutippen und dann Texte zu lesen, ist jetzt nicht unbedingt unser natürlicher Zugang. Wir sind ja sprechende Wesen und nicht tippende Wesen. Und kommunizierende, echte auch im Dialog, Kommunikation. Wenn dazu diese Sprachmodelle und diese KI-Modelle uns befähigen, dann wäre das schon mal ein großer Schritt. Wichtig ist weiterhin, das habe ich ja aber vorher schon gesagt, dass wir verstehen, was wir da machen, dass wir verstehen, wie die Systeme funktionieren, was sie können, was sie nicht können, wo ihre Limitationen liegen. Und dass diese Fähigkeiten eben auch allen Schülerinnen und Schülern, Menschen an die Hand gegeben werden. Das heißt also, ein kompetenter und souveräner Umgang damit ermöglicht wird. Hier im Chat lese ich, dass zwischenreihen gefragt wird, wie ist denn das eigentlich mit dem barrierefreien Zugang? Ja, es ist wahnsinnig wichtig, dass nicht nur jetzt diese Trainingsmodelle, die mal irgendwie auch zur Öffentlichkeitsarbeit offengestellt werden, ob das auch in Zukunft so ist oder ob da Geschäftsmodelle draus erwachsen, die dann eine Finanzierung notwendig machen. Das sind die beiden Ebenen, auf denen wir Barrierefreiheit herstellen müssen. Die eine ist die Kompetenz, dass die Menschen überhaupt wissen, womit sie es da zu tun haben und sich nicht davon an der Nase rumführen lassen müssen. Und das andere ist natürlich, muss es niederschwellig sein im Sinne von, ich muss es auch, da muss ein freier Zugang eigentlich sein. Ne? Wenn wir
Die Informationsbeschaffung ist ja hoch notwendig für Demokratisierung und Emanzipation von Menschen. Und das heißt, sie müssen auch einen direkten Zugang dazu haben, unabhängig von ihren monetären Fähigkeiten. Das ist ganz, ganz entscheidend natürlich. Und auf der anderen Seite, was unterscheidet uns jetzt von der Maschine? Das ist auch eine entscheidend wichtige Frage. Und da komme ich immer wieder zurück auf die 4K, die 21st Century Skills, die eben ganz deutlich machen, was Maschinen noch in 100 Jahren nicht erreichen werden, nämlich unsere Fähigkeit zur Kommunikation, zur Kollaboration und zur Kreativität und zum kritischen Denken. Ja, nur für die nervösen Chat-Menschen jetzt, gut, dass Sie Ihre Fragen schon da formulieren, das wird hier alles gesammelt, bei mir tauchen viele Bubbles auf, die sind wichtig. Ich will trotzdem noch mal eine Runde kritischer Fragen machen und noch zwei, drei politische Reaktionen. Sie sind dann ab 12.40, 12.42, holen wir Ihre Fragen rein, das eine oder andere auch live. Aber doch noch mal zunächst eine Frage, Frau Knote, zur Fortbildung. Also es ist ja so, also der Run ist enorm. Also wenn man sich anguckt, wie viele Leute, ständig wird sozusagen die Obergrenze geknackt von Zoom und von ich weiß nicht welchen Videotools. Trotzdem, wenn sich bei Ihnen 1700 anmelden, Frau Knodel, sind es natürlich trotzdem erst ein Bruchteil von 800.000. Wir müssen natürlich jetzt versuchen, doch relativ viele Leute relativ schnell zum Umdenken im Kopf zu bewegen. Könnte es sein, Frau Knodel, dass es sich ein bisschen rächt, dass wir damit eigentlich ein bisschen spät anfangen jetzt? Also hätte man sozusagen, natürlich man konnte jetzt dieses Tool nicht vorhersehen, aber wir haben ja schon während Corona auch gesehen, dass uns eine ganze Menge nicht nur an Tools, sondern eben auch an didaktischen Fähigkeiten fehlt. Also rächt es sich jetzt, dass wir die Schulen und die Lehrer nicht rechtzeitig vorbereitet haben? Und was können wir da machen, Frau Knoll? Also zum einen muss ich einmal noch mal sagen, befinden wir uns natürlich immer noch in der Bubble. Auch wenn wir so unglaublich großen Zulauf haben, gibt es in vielen Bereichen immer noch große Gruppen an Menschen, die mit ChatGPT nichts anfangen können. Ne? Das ist ganz klar. Und umso wichtiger ist es, dass wir es eben schaffen, das auch quasi in die Breite zu bringen, dass die Leute wissen, quasi, wo wir jetzt stehen, was es jetzt quasi gibt und was es für Chancen, aber auch Risiken mit sich bringt. Und zu dem Thema, ob wir jetzt was verschlafen haben, also ich glaube, es kam ja auch für viele sehr überraschend, jetzt durch diesen Zugang mit ChatGPT, dass man auf einmal mit diesem Sprachmodell, das es ja schon lange gibt, ne, auf einmal chatten kann und so gute Antworten bekommt. Und ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt die Lehrkräfte früher hätten darauf vorbereiten können. Und was ich sehr schön finde, dass in vielen Bundesländern gab es auch schon sehr früh, Anfang Januar in Bayern mit Kai Wörner, eine ganz tolle Veranstaltung. Yeah. Regina Schulz hat auch schon in Hamburg was gemacht und so weiter. Also es passiert schon ganz viel, auch von den Landesinstituten, was ich sehr, sehr gut und wichtig finde. Das heißt, das Thema ist dort auch angekommen. Gleichzeitig müssen wir es natürlich schauen, auch hier, dass wir es eben quasi, dass wir alle erreichen. Und da haben wir jetzt natürlich sicherlich durch diese, ich sage jetzt mal ein bisschen verschlafene Digitalisierung in der Bildung einen Nachteil, dass wir jetzt quasi gerade dabei sind, die Lehrkräfte mit Geräten auszustatten. Teilweise kriegen die jetzt erst dienstliche E-Mail-Adressen und jetzt sollen die auf einmal sich schon mit KI beschäftigen. Also da muss man natürlich auch schauen, dass man da keine Überforderung hervorruft und muss sich eben überlegen, wie schafft man das Thema leichtgewichtig und unterschwellig quasi zu übermitteln und vor allem auch die Chancen aufzuzeigen. Und ja, genau, also wie das gelingen kann, ich denke, wir müssen jetzt alle zusammenspielen und ich würde mir einfach so sehr wünschen, dass es nicht wieder jedes Bundesland für sich überlegt, wie machen wir es, sondern dass man sagt, okay, wir haben es jetzt hier mit einem wirklich globalen Phänomen zu tun, wie schaffen wir es, da jetzt gemeinsam was zu organisieren, um quasi die Lehrkräfte in Deutschland schnell fit zu machen für den Bereich. Ja. Es ist jetzt so, dass tatsächlich noch im Januar will sich eine AG der Kultusministerkonferenz treffen zum Thema KI. Ich bin nicht ganz sicher, ob die sowieso darüber reden wollten. Das wäre natürlich toll. Was würden Sie sich denn erwarten, Frau Esken? Sie sind ja auch sozusagen politisch. Sie haben ja während Corona doch einiges in Gang gesetzt an
ja, an Geld, was ausgeworfen wurde, wo wirklich sinnvolle Sachen auch kamen. Was würden Sie sich denn von der KNK jetzt erwarten? Was sind Ihre Forderungen oder was speisen Sie selber, wenn Sie, Sie sitzen ja in einer Transformations-AG, die Sie ja entworfen haben, auch bei der SPD, sozusagen, die sich jetzt nicht nur mit digitaler Transformation befasst, aber das wäre doch interessant zu hören, was wäre Ihre Marschroute denn jetzt? Absolut. Also diese Klage, wir würden uns zu spät befassen, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil die Welt sich andauernd dreht und wir andauernd uns mit neuen Dingen beschäftigen müssen. Ja, krisenhafte Situationen wie Corona bringen dann irgendwie nochmal einen Dreh rein. Ja? Also die Notwendigkeit, Distanzunterricht zu organisieren, hatten wir bisher nicht flächendeckend. Und Sie sagen richtig, wir wussten damals nicht, womit wir es zu tun haben, mit welcher Bedrohung, nicht so genau. Und waren lieber Team Vorsicht, und ich glaube, das war auch ganz sinnvoll. Wir haben daraus viel gelernt, was Distanzunterricht anbelangt. Ich sage weiterhin, das ist noch nicht digitales Lernen, was wir da gemacht haben. Wir wollen auch nicht wieder dahin zurückkehren. Wir wollen keine Schulschließungen mehr haben. Wir sind nicht in Australien. Wir haben keine Schüler im Outback, die wir versorgen müssen, sondern wir können durchaus in Schulen lernen. Und ich habe ja vorher gesagt, Lernen findet statt zwischen Menschen, nicht zwischen Nullen und Einsen. Das heißt, es ist weiterhin auch eine soziale Interaktion ja wichtig und die Qualität der sozialen Interaktion, das hat ja Hattie auch damals mit seiner großen Metastudie deutlich gemacht, die ist ganz entscheidend für den Erfolg auch. Und da müssen wir auch dranbleiben. Und dennoch, natürlich muss sich die Bildungspolitik, muss sich die Pädagogik, die Didaktik mit neuen Entwicklungen beschäftigen. Und ich finde, die KNK, anders als mein Eindruck vielleicht vor 20 Jahren noch gewesen ist, ist doch auch sehr wach geworden, was die Veränderungen der Welt anbelangt. Wir hatten ja früher schon miteinander zu tun, Herr Füller, in der Zeit, als eben diese Handlungsempfehlungen bei der KNK entwickelt wurden, in einer atemberaubenden Geschwindigkeit innerhalb eines Jahres und dann auch noch sehr offen im Dialog mit der Zivilgesellschaft, mit der Wissenschaft, mit der Wirtschaft. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und die haben da auch ein hohes Maß an Verantwortung übernommen, genau in der Frage, wie funktioniert eigentlich Bildung in der digitalen Welt. Und das ist natürlich kein statischer Zustand, sondern das ist einer, der sich ständig weiterdreht mit der Weiterentwicklung von Technologie oder auch von dem, was eben wirtschaftlich angeboten wird. Und auch der Überzeugung natürlich in der Politik, dass wir immer wieder dahin kommen müssen, dass wir auch gleiche und gerechte Zugangschancen eben für alle auch herstellen müssen, wo wir echt nicht gut sind, ja, und besser werden müssen. Ja, ich muss eine Frage stellen an Sie beide, Frau Esken zuerst, dann Frau Knodel. New York, ausgerechnet New York, also das Department of Education hat ja gesagt, auf den Rechnern, die wir ausgeben und in den Netzen, wird ChatGPT sozusagen verboten, nicht zugelassen. Ist das irgendeine Art von Reaktion, die Sie gutheißen können oder wo Sie sagen, das könnte zumindest phasenweise was bringen? Alle Verbote sind immer schwierig natürlich. Auf der anderen Seite haben Schulbehörden, haben Pädagogen natürlich Verantwortung. Und wir wissen, dass ja die Geräte schon in den Händen ganz, ganz junger Schüler und Schülerinnen auch liegen. Und da haben wir ja auch, sagen wir mal, jetzt Jugendschutzvorschriften, die wir befolgen. Ob wir jetzt den Zugang zu so einem, in Anführungsstrichen, Spielzeug auf die Art und Weise beschränken müssen, weiß ich nicht. Und was die Ängste da sind, weiß ich auch nicht. Ich glaube, dass es wichtiger wäre, dass man sich eben in den Schulen damit beschäftigt, wie überhaupt es notwendig ist, dass Lehrkräfte auch Impulse von draußen, die Schüler auch reintragen in die Schulen, ja immer wieder ernst nehmen müssen und damit auch im Klassenrat und aber auch natürlich im Unterricht sich befassen. Das gehört einfach mit zum Geschäft. Ja, Frau Knodel, Verbote, funktioniert es eigentlich? Nee, also ich bin absolut gegen ein Verbot, sondern eben dafür, dass man sich kritisch damit auseinandersetzt und auch Zeit bekommt, ja, sich damit auseinanderzusetzen, darüber zu lernen und zu diskutieren, am besten gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern. Ja, also kein Verbot. Ja, bevor wir jetzt dann aufmachen, da sind schon einige in der Schlange. Trotzdem nochmal eine Frage. Eines der großen Probleme ist ja,
sozusagen der Algorithmus. Also OpenAI ist ja angetreten am Anfang, wir erforschen sozusagen künstliche Intelligenz, gemeinnützig und so weiter. Das hat sich natürlich dann relativ schnell wieder verändert. Und also die eine Frage ist ja die wichtige, also was macht dieser Algorithmus? Ja? Müsste man nicht, Frau Esken, Frau Knodel, so eine Art Algorithmus-Transparenzgesetz vielleicht sogar auf europäischer Ebene in der G7 oder in die UN einbringen? Weil wenn man sich überlegt, dass jetzt Microsoft Geld in OpenAI investiert, und zwar massiv, das könnte ja sogar sein, dass das sozusagen insofern disruptiv ist, dass Google sozusagen angegriffen wird. Das geht ja ganz schnell. Sozusagen müsste man, und dann hat man den nächsten Hyperscaler, der jetzt mit einem Algorithmus agiert, den wir sozusagen nicht einsehen können, der ja auch Rassismen und sexistisch teilweise ist. Die Frage ist also, bräuchte man nicht sowas wie ein Algorithmus-Offenlegungsding, also vielleicht wenigstens bei einer Treuhandanstalt sozusagen hinterlegen, damit irgendjemand guckt, nach welchen Kriterien wird da was ausgespielt? Also ist jetzt ein großes Thema. Ich habe vorher von der Enquete-Kommission des Bundestags zur künstlichen Intelligenz gesprochen. Wir haben 2 Jahre lang mit Expertinnen und Experten über künstliche Intelligenz debattiert. Erstmal geklärt, was ist das eigentlich? Ganz ehrlich, das ist gar nicht so trivial. Aber am Ende hat es ja dazu geführt, dass auch die Bundesregierung auch eine KI-Strategie aufgelegt hat, dass auch auf europäischer Ebene eben jetzt mit dem KI-Act auch eine Regulierung angedacht wird. Man will natürlich Entwicklung nicht verhindern durch zu strenge Regulierung. Man will aber auf der anderen Seite eben Verantwortung übernehmen, insbesondere für besonders kritische, was jetzt Diskriminierung und Beeinflussung von Lebenswegen kritische Anwendungen. Besonders auch Limits setzen, Grenzen setzen, das müssen wir auch. Und wir müssen eben für Transparenz sorgen, ganz klar. Jetzt kann man sagen, wie so ein lernender Algorithmus, wie kann denn der transparent sein? Da kann man ja gar nicht reingucken, der schreibt sich ja selbst. Das ist natürlich hat eine gewisse Berechtigung, diese Frage. Dann kommt es eben darauf an, dass wir vor allem die Daten, mit denen der Algorithmus lernt, die Trainingsdaten und natürlich auch dann die Entscheidungsgrundlagedaten, dass die offen liegen, dass wir Ziele definieren können, dass die Ziele offen liegen, dass die Zielerreichungsüberprüfung dann sozusagen eben diskriminierungsfrei eine Personalentscheidung zu treffen beispielsweise, dass die eben auch überprüft werden. Und wir können das ganz sicher sagen, das wird mit unserer Regulierung transparenter sein als das, was sich im geschlossenen Kopf eines Personalers oder einer Personalerin abspielt. Da können wir auch nicht reingucken. Ne? Also insofern die kritische Haltung und die Erwartung der Transparenz ist gut und wichtig. Da sind wir auch dran. Und auch diese Gesetzgebung muss natürlich mit der technologischen Entwicklung einhergehen. Aber ganz klar, alles, was wie gesagt, das Schicksal, das Einzelschicksal, Lebensschicksal von Menschen betrifft, was zur Diskriminierung fähig ist, muss an der Stelle, wo Entscheidungen getroffen werden, die eben auch Lebenswege einschränken, muss transparent sein, muss eine menschliche letzte Entscheidung dran und solche diese Fragen. Ja. Aber das ist ja jetzt wirklich für ein Sprachmodell alles nicht der Fall. Ja. Grundsätzlich ist übrigens auch, weil Sie jetzt sagten, OpenAI, sind die eigentlich noch offen und sind die eigentlich noch gemeinnützig? Ist übrigens zweierlei. Open Source ist nicht gemeinnützig. Ja. Man kann da Geld mit verdienen. Aber die Fragen sind natürlich berechtigt. Aber ich meine, die sind nicht die einzigen, die Sprachmodelle entwickeln. Natürlich, wenn eine Menge Geld reingesteckt wird von großen Unternehmen, die dann auch noch monopolartig unterwegs sind, dann droht diese Gefahr, von der Sie sprechen. Ich habe aber vorher ja auch schon mal kurz gedroppt, dass es noch Alternativen gibt, die jetzt währenddessen auch entwickelt werden, die noch nicht jetzt wirtschaftlich so groß sind, aber technologisch dafür interessanter. Da muss man auch mit drauf gucken. Ja. Ist die Deckelung, letzte Frage von mir und dann reines Publikum, Frau Knodel, ist eine Deckelung, wo man sagt, wenn wir beide 2 Milliarden in OpenAI investieren, in ChatGPT, dass wir nur 200 Milliarden wieder raus
holen dürfen als Profit. Ist es eigentlich eine sinnvolle Deckelung? Ja, wir sprechen hier über ziemlich absurd hohe Zahlen, die für uns natürlich erstmal nicht relevant sind. Das gilt dann natürlich für die großen Investoren, also die großen Corporates, die da investieren. Und da stecke ich nicht drin. Da habe ich ehrlich gesagt auch jetzt nicht eine Meinung zu, was da richtig oder falsch ist. Aber ganz grundsätzlich, ist es natürlich, sind es Dimensionen, in denen wir uns als normale Bürger überhaupt nicht bewegen. Ne? Und zumal man ja auch nicht investieren kann. Ne? Gut, aktuell. Also wer sich ganz deutlich meldet hier, ist der Gerd Mengel und Georg Schlamp, mit dem habe ich vorher schon mal kommuniziert. Der hat sich auch gemeldet. Also wenn ihr den Gerd Mengel mal durchlassen könntet, der soll seinen Kopf zeigen und vielleicht eine Frage stellen. Wichtig ist, Gerd, am Ende des Satzes sollte ein Fragezeichen stehen. Und du musst dich noch entsperren. Sonst hören wir dich nicht. Ja, ich bin entsperrt. Weiß jetzt nicht, wie ich die Kamera, kann man mich hören? Stelle eine Frage, die Stimme ist ja schon mal sehr, sehr gut. Ja, die Stimme ist schon schrecklich genug. Also, ich habe jetzt hier schon eine ganze Menge gelernt und kann nur einen Satz vorweg. Ich war gestern Abend, habe ich bei Phobis die Veranstaltung mitgemacht. Das war sehr interessant von der Regine Schulz. Da nochmal danke. Und wir dürfen ja in Mecklenburg-Vorpommern Phobis als Lehrerinnen und Lehrer kostenlos nutzen. Das ist erstmal ein großer Vorteil. Das hat unsere Regierung umgesetzt und somit auch über den Umweg die KI ja auch nutzen, weil das Ministerium ja die Phobis zugelassen hat. Nein, ganz kurz, Gerd, sofort, weil Diana Knodel bei Phobis einen KI-Assistenten zur Verfügung stellt. Genau, und gesagt, weil man das da sozusagen, ohne sich einloggen zu müssen, einfach mal checken kann. Okay, genau, jetzt so deine Frage. Jetzt meine Frage. Jetzt haben wir schon viel von den ganzen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, gehört. Aber wie wird nun der Zugang für EdTechs an der Schule noch stärker ermöglicht, gefördert und vorangetrieben, um eben vielleicht diese algorithmischen Schwierigkeiten, Datenschutz etc. für Schulen in Deutschland auszuschließen und so etwas zugänglich zu machen? Das wäre mein Fragezeichen, denn ich sehe da drin gerade im Bereich des Lehrkräftemangels große Chancen. Und könnt ihr mir vorstellen, dass wir damit einen ganzen Schritt vorankommen würden? Könnt ihr mir sogar vorstellen, dass wir Schulzeit verkürzen könnten oder eben Freiräume schaffen können für anderes Lernen, also jetzt mal jenseits der Digitalisierung, weil wir eben auf der einen Seite das optimieren können. Also meine Frage nochmal, wie wird das ermöglicht, gefördert und vorangetrieben? Denn das ist ja eine Aufgabe der Bundesregierung. Ja. Das will Gerd Mengel wissen, der in Rostock die Don Bosco-Schule leitet, die schon relativ viel digitale Sachen auch macht und sich immer wieder Startups ins Haus holt. Frau Esken, Frau Knodel, sollte man verstärkt sozusagen digitale Anbieter in die Schule lassen? Sollten die Länder das machen? Und sollte man dann auch sozusagen die Möglichkeiten nutzen, Schulzeit zu verkürzen? Das ist vielleicht nochmal eine andere Frage. Ja, das wäre eine ganz neue Art der digitalen Dividende. Ich will mal grundsätzlich sagen, es ist nicht Aufgabe der Bundesregierung, EdTechs an Schulen zu lassen, sondern bleibt auch weiterhin den Pädagogen vorbehalten, zu entscheiden, mit welchen Mitteln sie tatsächlich auch ihren Unterricht gestalten. Das würde ich gerne auch bei denen in deren Händen lassen. Die entscheiden auch über den Einsatz von Schulbüchern und anderen Unterrichtsmaterialien. Grundsätzlich würde ich zustimmen, dass die Unterstützung, insbesondere durch lernende Algorithmen, in der Bildung vorteilhaft sein kann, auch Effizienzgewinne bringen kann, aber nicht bei dem Ersatz von Lehrkräften im Unterrichten von Schülerinnen und Schülern, sondern bei der Unterstützung der Lehrkräfte. Wenn die Lehrkräfte durch lernende Algorithmen, durch Analyse-Tools unterstützt werden können, besseren Unterricht zu machen, bessere individuelle Förderkonzepte für einzelne Schülerinnen und Schüler zu entwickeln, diese dann aber weiterhin wie gesagt, in der sozialen Interaktion zwischen Lehrkraft und Schülern, zwischen Schülern und Schülerinnen und Schülern
zu gestalten. Dabei muss es bleiben. Ansonsten geraten wir in die Idee der Training von Äffchen und da halte ich nicht so viel von. Gut. Frau Eske, nur eine Nachfrage. Wir wollen jetzt nicht über die Zuständigkeiten reden zwischen Bund und Ländern. Aber was man doch machen könnte, und ich meine ja jetzt nicht profitorientierte AdTechs nur, sondern einfach sozusagen alle Menschen, die digitale Lösungen anbieten, die interessant sind, sollte nicht vielleicht das Bundesbildungsministerium mal diese Leute überhaupt sozusagen empfangen, sichtbar machen? Das wäre doch nicht schlecht. Ich meine, seit 2 Jahren klopfen die an die Tür des BMBF und ich habe es bisher nicht feststellen können, dass man da einfach mal eine große Runde macht, sich ein bisschen Zeit nimmt, dass die sich vorstellen können. Hey, staune ich jetzt drüber und vor allem, weil Sie sagen, seit 2 Jahren, denn ich glaube, dass die schon länger als 2 Jahre klopfen und jetzt wäre ja sozusagen, stünde ja seit einem Jahr ein neuer Name am Türschild und dann war auch vor 5 Jahren mal so ein Wechsel. Da muss immer wieder werden solche Gespräche auch geführt, aber die Antwort wird in den allermeisten Fällen sein, dass die Zuständigkeit bei den Ländern liegt. Und das ist ja auch die Schwierigkeit, der sich EdTech-Anbieter, sage ich jetzt mal, sowohl gemeinnützige als auch kommerziell Interessierte, die sich gegenübersehen, dass man eben immer mit 16 Ländern sprechen muss und womöglich auch noch mit Schulträgern. Das ist aufwendig. Das stimmt. Und deswegen ja, muss man, glaube ich, auch dranbleiben, eben den pädagogischen Mehrwert, den Mehrwert für Lehrkräfte und auch den Mehrwert für Schülerinnen und Schüler immer wieder rauszuarbeiten, nutzerorientiert an der Stelle zu sein. Ich denke an Video-Nachhilfe-Plattformen beispielsweise, die ja durchaus Eingang an Schulen gefunden haben, dadurch, dass Schülerinnen und Schüler zu ihren Lehrkräften gegangen sind und haben gesagt, haben Sie das schon mal gesehen? Die machen das echt genial, endlich habe ich es verstanden. Und wenn die Lehrkraft dann klug ist, dann sagt sie nicht, das verbiete ich, sondern das beziehe ich mit ein. Und das hat auch funktioniert, ja. So sind Anbieter auch zu Verträgen mit Schulen und Ländern gekommen. Ja, meine Erfahrungen sind da jetzt nicht ganz so euphorisch wie Ihre. Frau Knodel, mal an Sie die Frage. Sie sind ja auch in dieser Bubble sozusagen der AdTechs mit drin. Lassen wir mal weg, ob Sie da auch 100 Milliarden Euro dann rausziehen können. Aber finden Sie das mal sozusagen, dass die Kultusbürokratie, dass die Bildungsminister in Deutschland offen genug sind für Angebote wie Ihres? Offensichtlich im MacPom haben Sie es ja geschafft, da reinzukommen. Genau, also es ist natürlich als Bildungsstartup in Deutschland nicht einfach, aber um einmal hier die Frau Stark-Watzinger auch in Schutz zu nehmen, es hat tatsächlich ein EdTech-Werkstattgespräch stattgefunden, bei dem wir auch dabei waren. Das Problem ist natürlich sind immer die Zuständigkeiten, dass man dann letztendlich aus Sicht des Bundes wenig machen kann und dann wird man an die Kultusministerien verwiesen, die dann wiederum an die Schulträger übergeben und so weiter. Also es ist nicht leicht, da Kontakte zu bekommen oder die richtigen Ansprechpersonen zu finden. Womit wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben, ist, wenn Schulen eigene Budgets erhalten, über die sie frei verfügen können. Das ist leider nicht immer so. Teilweise haben die Schulen theoretisch die Budgets, die werden dann aber doch nicht freigegeben. In NRW beispielsweise gab es eine große Aktion, auch während Corona. Da gab es einfach für jede Schule ein zusätzliches Fortbildungsbudget, über das die frei verfügen konnten. Und sowas, denke ich, ist richtig und wichtig, auch wenn man sich jetzt diesen Schulbarometer anschaut, der jetzt von der Robert-Bosch-Stiftung veröffentlicht wurde, eine große Umfrage unter Schulleitungen. Was die sich wünschen, ist es weniger Bürokratie, mehr Zeit, mehr Personal und so weiter. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass man den Schulen mehr Geld und Vertrauen schenkt, dass die selbst entscheiden können, was sie brauchen und wie die ihr eigenes Budget einsetzen wollen. Genau, insofern, ja, es ist eine große Herausforderung und über 100 Milliarden müssen wir erstmal nicht sprechen. Alles klar. Wir haben jetzt noch jemanden, nämlich Georg Schlamp. Das ist einer derjenigen in Bayern, der doch relativ viel zu den Themen Digitales macht und auch bald, glaube ich, bei der ALP in Dillingen auftreten wird. Georg, wenn ich das richtig verstanden habe, was ich hier gesehen habe, du hast gar keine Frage, sondern eine Forderung. Du kannst auch 2 stellen, aber da wir schon bei 12:54 sind, knack ich bitte, Georg. Ja, vielen Dank. Richtig, ich würde lieber gerne eine Forderung aufstellen. Ich wollte das mal ganz kurz auf die Realität runterbrechen. Unsere SchülerInnen nutzen ChatGPT und wenn nicht, dann nutzen sie es die nächsten Wochen.
und die können es aber nicht. Und das ist was, was wir schon seit Jahren fordern, ganz, ganz viele aus dieser Bubble raus, dass der kritische Umgang viel mehr gefördert wird. Diese 4K, die Frau Esten gerade schon erwähnt haben, sind in ganz, ganz vielerlei Hinsicht extrem wichtig für den Umgang mit allem, was auch vor ChatGPT schon da war. Es gibt ja auch KI schon länger, also DeepL und so weiter. Wir müssen zwei Dinge da im Vordergrund halten. Einmal, dass die SchülerInnen wissen, dass das Ganze ein Werkzeug ist, was nicht den Kompetenzerwerb ersetzt, nach wie vor. Also wir brauchen einfach bestimmte Kompetenzen in der Kommunikation, in bestimmten Situationen. Dass sie aber auch lernen, damit umzugehen, dass sie kritisch umgehen, dass sie werten, dass sie einschätzen können, was da passiert, dass die Quellen hinterfragt werden. Ich hab ChatGPT gefragt, ob er mir erklärt, warum Bayern ein souveräner Staat sein sollte. Dann hat er mir gesagt, ja, wurde 1957 in die EU aufgenommen und es gibt von 1994 eine Unabhängigkeitserklärung von Bayern. Und das muss man halt auch wissen. Und meine große Sorge ist die eine, dass die SchülerInnen das nicht kritisch nutzen und die andere, dass die Schere noch viel weiter aufgeht, weil einfach viele, viele SchülerInnen das unterschiedlich nutzen werden und an vielen Schularten einfach unterschiedlich Zeit dafür kommt. Und daher die Forderung, bitte, bitte, liebe KMK, Fortbildungen, gebt den Lehrkräften Zeit, entlastet sie, dass sie diese Fortbildungen machen können. Das muss in die Schulen rein, in ganz, ganz vielerlei Hinsicht. So, sorry. Ja. Danke. Da haben Sie jetzt beide, Saskia Esten und Diana Knodel, noch jeder 30 Sekunden ungefähr. Ich finde ja, dass das Fortbildungswesen nicht rein staatlich sein soll. Ich finde, dass man sozusagen motivationsgetrieben auch, dass Lehrer sowas selber veranstalten und sich an die, weiß ich nicht, wegen mir auch die ALP in Dillingen hat ja vieles gemacht schon. Aber sozusagen, wie organisiert man die Fortbildungen staatlich oder privat, Frau Esken, Frau Knodel? Also ich kann dem nur zustimmen, was Herr Schlamp eben gesagt hat. Und unser Angebot ist ja auch immer an die Politik, an die Kultusministerien, an die Landesinstitute, dass wir gerne kooperieren. Und wir sehen uns nicht als Konkurrent, sondern gerade in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten wir mit dem Landesinstitut zusammen. Und es ist eine ganz wunderbare Kooperation, wo wir eben unsere Expertise einbringen. Und die haben natürlich immer noch ihre eigenen Fortbildungen, die dann auch nach wie vor in Präsenz stattfinden. Und das Ganze wird eben ergänzt durch Online-Fortbildungen, die einfach flexibel und vor allem flächendeckend und schnell angeboten werden können. Insofern unser Wunsch und unser Appell und quasi an die Politik, dass wir sehr gerne kooperieren und zusammenarbeiten. Frau Esken. Ja, es gibt ja gar keine Beschränkung der Fortbildung für Lehrkräfte auf staatliche Quellen. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Abgesehen davon, dass auch da Landeszuständigkeit herrscht und ich da keinen großen Einfluss drauf habe. Aber die Kultusministerien, die Schulorganisationen wissen ja ganz genau, die Schulverwaltungen und Fortbildungseinrichtungen, die sie selber haben, dass sie es gar nicht alleine stemmen können. Deswegen beziehen die natürlich auch Angebote ein, aber sie müssen sie natürlich auch auf ihre Tauglichkeit prüfen, abgesehen davon, dass Lehrkräfte in ihrer Unterrichtsverpflichtung und der Bewertung dessen, was Arbeitszeit ist, ja durchaus auch Unterrichtsvorbereitung mit allem anreichern können, was sie in der Welt vorfinden. Das heißt, es gibt ja keine Beschränkung. Lehrkräfte dürfen nur auf staatlichen Weiterbildungsplattformen recherchieren, wie sich die Didaktik weiterentwickelt. Liegt ja auch ein Stück weit in der Verantwortung von Lehrkräften. Ich stimme natürlich zu, dass Lehrkräfte entlastet werden müssen, damit sie dafür überhaupt noch Zeit haben. Wir haben aber auf der anderen Seite einen riesen Lehrkräftemangel. Die Überraschung, dass diese Gesellschaft doch nicht schrumpft, sondern wächst und dass wir auch bei den Kinderzahlen wieder steigende Zahlen haben, ist eine großartige Nachricht, weil wir sterben doch nicht aus und werden dann deswegen diesen Aufgaben auch gerecht werden müssen. Das heißt, wir müssen für die Attraktivität des Lehrerberufs sorgen. Wir müssen Unterstützungssysteme, ich habe vorher davon gesprochen, dass KI-Modelle ja auch Lehrkräfte unterstützen können dabei, besser zu unterrichten, besser auch den Kindern gerecht zu werden, dem Einzelnen, weil das ist ja jeder Lehrkraft auch der Anspruch, den einzelnen Kindern gerecht zu werden. Ich glaube, dass wir da gemeinsam auf einem guten Weg sind. Wir werden wir haben ja von der GEW zum Lehrkräftemangel schon wichtige Forderungen gehört. Und da müssen wir auch dranbleiben. Das ist eine ganz große Aufgabe, pädagogisches Personal für Schulen und natürlich auch pädagogisches Personal für Fortbildungen.
zu generieren und da auch das Digitale und das Arbeiten in Präsenz zu kombinieren, zu ergänzen, so wie es sinnvoll ist. Ja. Frau Esken, Frau Knodel, vielen Dank, dass Sie sich so schnell über Weihnachten, muss man ja sagen, haben wir das eingetütet, bereit erklärt haben, mitzumachen. Wir konnten natürlich jetzt nicht alles abdecken. Ich meine, wenn man sich vorstellt, wie einzelne didaktische Fragen in Englisch und Mathematik sich bei ChatGPT unterscheiden. Ich kann die Kritiker, die ich da so ein bisschen jetzt mitgelesen habe, nur auffordern. Es gibt im Moment eine Flut an Möglichkeiten, nicht nur bei FUBITS, auch bei der mobilen Schule, auch in Niedersachsen. Das Fortbildungsinstitut plant dazu was. Wir wollten ganz absichtlich mal sozusagen ein bisschen weiteren Horizont. Vielen Dank für die Teilnahme. Sie kriegen jetzt gleich noch einen Link reingespielt, sodass Sie also sozusagen sich nochmal anmelden können für weitere Sachen. Und die Redaktion von Bildung Table ist natürlich jederzeit für Sie da, um Ihre Ideen aufzunehmen, Ihre Kritik und Ihre Forderungen. Ich bedanke mich herzlich bei den Teilnehmerinnen, Saskia Esken und Jana Knodel und dem Hintergrundteam und bei Ihnen allen, die da draußen zugeguckt haben. Sehr nett. Ich wünsche einen schönen Tag. Vielen Dank.